bevor der Prozess auch noch startet, wird Chris auch selber noch ein paar Worte haben. Wir werden jetzt noch weiter hier sein, ansonsten zieht sich das dann noch ein bisschen. Genau, es wird auch Plätze im Gerichtssaal geben. Wir können noch mal versuchen und gucken, wer noch reinkommt. Genau, vielen Dank, dass ihr hier seid und vielen Dank, Chris. Seht ihr mich alle? Ja? Ja, erstmal danke, dass so einige Leute gekommen sind. Auf jeden Fall eine wertvolle Unterstützung. Ist vielleicht auch so ein kleiner positiver Aspekt der Klassenjustiz, dass man ab und zu auch Leute sieht, die man lange nicht mehr gesehen hat. Freut mich auf jeden Fall. Ich habe eigentlich eine längere Prozesserklärung vorbereitet, die ich aber im Prozess halten wollte. Je nachdem, wie viele Leute reinkommen, wahrscheinlich nicht alle, kann ich das dann gerne auch nochmal nachher hier draußen verlesen. Deswegen würde ich jetzt erstmal ergänzen zu dem, was wir bisher gehört haben, nur so auf ein paar allgemeine Punkte eingehen, die jetzt gar nicht so viel mit dem Prozess zu tun haben. Wir haben es gerade gehört, in den letzten zwei Jahren hat die Repression in Stuttgart und ich denke nicht nur in Stuttgart, sondern eben auch bundesweit spürbar zugenommen. Man merkt es unter anderem an deutlich höheren Strafen. Wenn ich daran denke, was wir teilweise vor 10, 15 Jahren bekommen haben, das würde man sich heute wünschen. Man sieht es auch an dem Versuch, den Roten Aufbau Hamburg zu kriminalisieren, als kriminelle oder terroristische Vereinigung einstufen zu lassen. Ein Vorgehen, was es so sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gab, zumindest was im Wesentlichen legal arbeitende revolutionäre Strukturen angeht. Und man sieht es vor allem daran, dass eben der Knast aktuell wieder mehr zur Realität für die antifaschistische und revolutionäre Bewegung wird. Es gibt momentan so viele politische Gefangene, zumindest aus der deutschen Linken, wie seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Ich habe keine genaue Statistik im Kopf, aber es hat sich ganz massiv verschärft. Ausnehmen muss man natürlich die türkische und kurdische Linke, die seit vielen Jahren durchgehend sehr, sehr hart gerade auch hier in Stuttgart verfolgt wird. Diese Verschärfung kommt aber gleichzeitig nicht, weil die Bewegung so stark wäre. Das müssen wir uns vor Augen halten. Oder weil die gesamte Linke insgesamt gewachsen wäre. Die neue Qualität der Repression lässt sich eigentlich nur im Kontext der Krisenentwicklung erklären und verstehen. Darauf will ich jetzt gar nicht lange eingehen. Ich denke, es geht vor allem um eine Legitimationskrise des politischen Systems. Die Herrschenden haben zunehmend Schwierigkeiten, das System zu legitimieren. Perspektiven innerhalb des Kapitalismus zu formulieren. Und was übrig bleibt, ist die Repression eben. Was auch wichtig ist, die Klassenjustiz. Klassenjustiz greift uns präventiv an. Obwohl die revolutionäre Linke noch keine reale Gefahr für das System ist. Sie greifen uns an, letztlich einzig wegen der sozialistischen Perspektive, die wir formulieren und natürlich, das ist wesentlich, wegen der praktischen Suche nach einem Weg zu dieser sozialistischen, revolutionären Perspektive. Dass sie uns jetzt schon so angreifen, heißt andererseits aber auch, dass wir sie zumindest stören und somit zumindest teilweise vielleicht auf dem richtigen Weg sind. Für den Umgang mit Repressionen gilt in dem Kontext, wenn wir unseren eigenen revolutionären Anspruch ernst nehmen, wenn wir die Schlagworte, die wir täglich verwenden, Revolution, Kommunismus, Sozialismus, Gegenmacht aufbauen, wenn wir die ernst nehmen und nicht nur als Hülsen verwenden wollen, als Phrasen, sondern wenn wir sie mit Leben füllen wollen, dann ist die Konfrontation mit dem Gegner eben unumgänglich und wir können die Repression nicht vermeiden, wir können ihr nicht ausweichen. Das heißt natürlich nicht einfach Augen zu und durch, sondern es heißt, dass wir die Repression in unserem Aufbauprozess einkalkulieren müssen. Dass wir eben nach einem konkreten Weg suchen müssen, wie wir revolutionäre Gegenmacht aufbauen, und zwar gegen die Repression, gegen die Klassenjustiz, gegen die Konterrevolution aufbauen können. Und das bedeutet auch, dass wir versuchen müssen, einen offensiven Umgang mit der Repression zu entwickeln.
einerseits juristisch, vielleicht heute. Ich denke, es ist wichtig, auch diese Ebene dem Gegner nicht zu überlassen, es ihm dann nicht zu leicht zu machen. Man kann auch juristisch um den Ausgang des Verfahrens kämpfen, auch wenn es sicher nicht die Hauptsache ist. Wir können persönlich versuchen, einen offensiven Umgang zu finden, indem wir uns mit der Knastgefahr auseinandersetzen, indem wir uns versuchen, durch diese Auseinandersetzung selbst die Angst vor Repression zu nehmen bzw. sie eben einzugrenzen, indem wir sie rationalisieren und natürlich auch vergleichen mit der Situation von Genossinnen in anderen Ländern. Wenn wir anschauen, unter welchen Bedingungen die kämpfen, dann ist das, mit dem wir konfrontiert sind, doch gleich so ein Stück kleiner oft. Einen offensiven Umgang müssen wir natürlich vor allem politisch entwickeln, durch Mobilisierung, durch Prozessbegleitung wie heute, dadurch, dass wir die Verfahren, die anstehen, auch in anderen Mobilisierungen thematisieren. Genau. Ganz wesentlich ist aber auch, dass wir dass dieser Umgang strukturellen Niederschlag findet. Dass wir anfangen, unsere Strukturen so zu schützen, dass sie die Repression aushalten können, dass wir weitermachen können und dass wir weiter wachsen können. Ja, und jetzt komme ich zum Ende. Wesentlich ist natürlich auch, dass der Umgang mit Repression so kollektiv wie möglich ist. Eben deshalb, weil sie uns vereinzeln soll. Warum sage ich das? Das bedeutet für mich auch vor allem, dass wir die revolutionären Gefangenen nicht alleine lassen. Auch dann nicht, wenn ihre Strafen wie jetzt bei Lina, bei Findus, bei Die doch ein paar Jahre länger dauern, dass wir auch die Mühen der Ebene durchhalten, dass wir bei den Gefangenen sind, dass wir versuchen, sie in unsere Kämpfe mit einzubeziehen und auch die Kämpfe der Gefangenen versuchen aufzugreifen und zu unterstützen. Genau, also ich ende damit, schreibt weiterhin Die, Findus, Lina, allen anderen politischen Gefangenen natürlich und ja, Freiheit für alle politischen Gefangenen.